Es ist Samstag. Willkommen zurück zu Batman Arkham Origins. Wir befinden uns in einem Hotel, das sich Bruce Wayne sicherlich leisten könnte. Ich übrigens nicht. In der letzten Episode habe ich lange über meine Erfahrung mit Hotels geredet. Heute könnte ich darüber jammern, dass Hotels ein bisschen zu teuer sind, beziehungsweise dass es irgendwie... Ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen zu teuer ist, spontan irgendwo zu schlafen. Und was irgendwie... Guck mal, hier ist noch mehr Eis. Also prinzipiell müsstest du hier alles backtracken, um diese ganzen Sachen zuzufreezen, ne? Worum mal du den Frost daher kriegen sollst. Aber das alles irgendwie zu teuer ist. Also so Hotels. Und das ist halt irgendwie für so... Das Ding ist halt, es ist halt wirklich zu teuer, ne? Also ich habe ja bekannterweise... Ja, bekanntlich ein Studium abgeschlossen. Gut, ich arbeite jetzt nicht gerade in dem besten Job für mein Studium. Also ich könnte wahrscheinlich noch wesentlich mehr Geld verdienen. Aber, also ich verdiene nur schon nicht schlecht. Und es ist für mich eigentlich realistisch zu teuer, irgendwo in eine andere Stadt zu fahren, um denn da irgendwie mal... Um da 3-4 Nächte zu schlafen. Dass ich eine Weile deinen Posten übernehme. Als würde die Fledermaus an mir vorbeikommen. Ja, als ob. Das ist ja unwahrscheinlich. Na gut, Mann, dann mach halt, was du willst. Ich bleib hier unten und starre ins Nichts. Es ist relativ laut hier. Das macht es natürlich schwierig, was wahrzunehmen, ne? Ja, und das ist halt so ein... Das ist halt ein bisschen... Also ich finde es halt ein bisschen krass, wie teuer Hotels eigentlich sind, ne? So im Großen und Ganzen. Die sollten eigentlich günstiger sein. Oder generell die Möglichkeit, zu schlafen. Das Ding ist halt, die meisten Leute brauchen ja gar kein Hotel. Sie brauchen ja eigentlich nur ein Bett. Aber du willst ja auch nicht... Also meistens willst du ja die Kombination, willst irgendwo dein Zeug abstellen, du brauchst ein Bett. Und es ist halt irgendwie auch ein Hotel. Aber das ganze andere drumherum... Also ich war in Japan durch irgendeine Neubuchung, weil das Ursprungshotel von der Tour, die wir da hatten, war voll. Da waren wir im Hilton. Und das war dann halt wirklich so die Hotel-Film-Experience schlechthin. Und das war halt kompletter Overkill. Da war so eine komische Lobby. Das Ding hatte noch einen Wellness-Bereich. Das braucht alles keine Sau. Die meisten Leute brauchen das nicht. Und was du ja meistens brauchst, ist ein Hostel. Aber das gibt's halt nicht überall. Oder kostet halt genauso viel wie ein Hotel. Und das Hotel bietet dir eigentlich nur ein Hostel an. Heißt bloß Hotel. Naja. Und das ist nicht. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst übertroffen. Das Bad hat 3 verschiedene Sorten Seife. Ich meine, wer hat Zeit für so viel Hygiene? Ich springe meistens nur in einer Wanne Säure und lasse es gut sein. So, ich würde sehr sauber machen. Was denn jetzt? Ernsthaft? Ich war schon fast vorbei. Kann ich aber hier lang rennen? Okay, das war das Fenster-Tutorial, so wie es aussieht. Sie haben meistens immer so eine komischen Seifenspender, wo so fertige Seife drin ist, wenn du nicht deine eigene mitbringst. Oh, wer seid ihr denn? Warte mal, das mit dem Messer da. Ja, beide ein Messer. Oh, das ist... Das ist schlecht mit beiden Messern. Ja, und das ist halt irgendwie alles. Also ich meine halt, es müsste billiger sein, irgendwo zu schlafen. Und es geht ja auch billiger. Die Alternative zum Hotel-Hostel ist, was halt mächtig teuer ist, ist ja... Achso, der Schockhandschuh geht nach dem Kampf eben laufen. Na gut, kurz zu wissen. Ist ja praktisch so ein Dorm, also so ein Mehrbettraum. Aber das habe ich genau einmal im Leben gemacht und das war in Brasilien und das auch nur, weil wir zu 8 unterwegs waren, einfach den kompletten Raum gemietet haben. Naja, stimmt gar nicht. In Budapest habe ich das auch mal gemacht. Da gibt es dann meistens so einen kleinen Tresor für dein Zeug, wo du deine Wertsachen einsperren kannst. Aber das ist halt irgendwie total lästig und ganz ehrlich, ich bin über 30. Wenn ich da in unserem komischen Schlafsaal mit irgendwelchen anderen Leuten penne, das ist mir halt echt unangenehm, muss ich sagen. Also es ist natürlich wieder ein Luxusdingsbums und ja, das ist dir zu teuer, aber dann bist du nicht bereit, das zu machen. Ja, aber gibt es denn keine Zwischenlösung? Naja, gut, vielleicht sollte man sich... Ist das hier Joker, Slate Ride? Ach, Halleluja. Aber wie ganz so schlimm. Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Ach schön, die Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, nicht wahr? Ich bin übrigens aus den runtergefallen. Naja. Erste angefangen hat zu schreien? Wenn ich ehrlich bin, hast du das da. Ich auch. Das ist eindeutig lustiger, als für Black Mask zu arbeiten und anlegen. Warum gucken hier so hoch, als wüssten die, dass ich da bin? Oh, sie wissen, dass ich da bin. Na gut, das ist natürlich schlecht. Ja, hat irgendeiner von euch ein Messer? Nee, dann...
Hä? Hä? Deine Zeit ist abgelaufen, Free! Also die Kameraperspektive ist, klasse, aber ich raff immer noch nicht so richtig, warum meine Angriffe manchmal einfach schief gehen. Also warum, denn die Serie abbricht? Also ich raff's nicht. Okay. Naja, ich nehme mal an, er überträgt sein komisches Joker-Gift per Handschlag, ne? Das wurde übrigens noch gar nicht weiter thematisiert, ne? Ich nehme mal an, dass das nochmal irgendwie ein großes Thema wird hier, weil im Nachfolger wird das ja, das Joker-Gift ja irgendwie großartig erwähnt und alles, und das gibt's. Und das ist schon, wie schon bekannt ist. Ah ja, super. Alles der elektrische Stufen, die so viel erzielt wurde. Ah, super. Echt? Soll ich jetzt einfach nur die Dinger anwerfen? Ist noch mehr? Ach so, nee, lol. Ich bin dumm. Wie praktisch aber auch eigentlich, ne? Hm. Die Tools hat eine Sekunde gedauert, das zu raffen, was ich hier tun soll. Hacken muss ich auch noch. Also diese komische Karnevalsmusik macht mich auf jeden Fall ein bisschen fertig. Ich frage mich, was passiert, wenn der Timer abläuft. Maske? Nee, Maskenball wahrscheinlich oder so, oder? Maskerisch? Nee. Maskenklopf? Ich nicht. Maskenball. Was? Maskenball ist falsch? Ach, Klopf, Klopf wird es wahrscheinlich sein, oder? Aha. Naja, technisch gesehen war das Schummeln. Aber, ach, was soll's? Ich mag Schummler. Also, bravo, Batman. Bravo. Die sind schon tot, ne? Oh, danke. Die... Ach so, ich habe die Menschen gerettet. Ach so, okay. Das ist übrigens überraschend fair vom Joker. Das kennt man so gar nicht von ihm. Auf jeden Fall das mit dem Venom, das, Quatsch, nicht Venom. Venom ist es ja gar nicht. Aber mit dem Joker-Gift? Das kann man in den späteren Teilen irgendwie vor. Darum hat er immer so gut Laune. Sauer macht lustig. Netter Versuch. Es gibt keinen Ausweg. Du musst wohl da warten, wo du bist, bis ich die Hotelgäste durchschicke. Ist das nicht zum Schreien? Aha. So, wo will ich jetzt eigentlich hin? Also ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade hinfliege. Aber es sieht richtig aus. Ja, werde ich ja auch, ne? Warte mal, finde ich nicht irgendwie echt. Ah! Wie war das hier? Ich konnte irgendwie bremsen, ne? Ah ja, so war das. War das nicht hier oben, wo der Sicherungskasten war? Also hier oben wäre ich auf jeden Fall auch leichter hingekommen, ne? Wo ist denn dieser lustige Sicherungskasten hier? Der ist bestimmt mega offensichtlich. Oder haben wir den Sicherungskasten schon gesehen? Nee, das auf jeden Fall nicht. Also dadurch, dass das Spiel mich diesen Lüftungsschacht hier hat hochfliegen lassen, würde ich mal vermuten, dass es hier irgendwo ist, oder? Weil bei anderen Orten hat es schon wesentlich früher gesagt, ja nee, hier geht's nicht lang. Aber hier ist... Ja, hier ist ein Sicherungskasten, aber zählt der? Nee, der ist nicht offen, ne? Du gibst wohl dein Bestes. Dein Optimismus ist überraschend, wenn man bedenkt, wie miese Petrich du immer reinblickst.
Ja, oder? Das ist eigentlich eine interessante Beobachtung vom Joker. Da ist das Batman wirklich die ganze Zeit immer so... Guck, das ist wirklich... Ist das sein Optimismus, was so Fallen angeht, endlich gewaltig? Obwohl er ja in den Comics, soweit ich mich erinnern kann... Oder ich hab die ja nie gedingst, aber... Dass er da halt auch mal... Dass er ja auch mal für Fall Robin ja auch mal eine gute Vaterfigur ist, ne? So halt. Okay, da geht's anscheinend nicht lang. Ich krieg das noch raus, wo ich hin muss. Ich weiß das halt bloß gerade noch nicht. Das wird sich noch herausstellen, ich mal an. Das hier sieht auch ein bisschen aus wie ein Sicherungskasten, aber das ist bestimmt nicht. Da kann ich ihn aber aktivieren, um mal zu gucken, wo das Ding hier ist. Ach so, ich will dahin. Ah, lol. Ja, das ist natürlich nicht ganz so weit weg, wie ich das die ganze Zeit hab aussehen lassen. Oh wow, von einem Auge rein ins andere, ne? Ist klar. Du bist vielleicht einfallsreich, aber bleib fair. Nicht, dass ich dir deinen kleinen Gürtel wegnehmen muss. Ja, das wäre außerordentlich tragisch. Ja, also das ist Batman ist eigentlich mal sehr optimistisch, weil was in eins seiner Mittel ausgeht. Oder er ist immer leicht genervt mit, oh, 200 Mal, ich es hier machen muss. Was haben wir hier Schönes? Oh nein, nicht nochmal, bitte. Dieses Spiel nenne ich Joker sagt. Und jetzt sagt Joker, dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schreien wird. Wenn ich versuche, ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Stromstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Das hier gefällt mir am besten. Erinnert mich an meine Kindheit. Der Geschmack von Popcorn, das Rattern der Fahrgeschäfte, der Gestank von toten Tennern unter der Promenade. Ach, die gute alte Zeit. Ich glaube, ich rieche dampfendes Fledermaushirn. Hast du als Kind auch versucht, die Nationalhymne zu rufen? Darin war ich immer der Niete. Dieser Gentleman meinte doch, er könnte es. Machen wir uns einen Spaß und schauen wir, wie er sich unter Strom schlägt. Ach so, da ganz links blinkt als erstes. Ich habe das nicht gesehen, weil ich davor stand. Ah, krass. Ich habe mich ganz aufgepasst, wenn du das da falsch hättest. Upsi. Oh, naja. Ja, so Merkspiele mit vier Dingern, das ist schon schwer für mich, ne? Warum war der gerade rot, der Batwing? Wie viele Varianten muss ich davon jetzt spielen? Ich bin noch nicht so gut in so Merkspielen. Ah, okay. Er hat's geschafft. Oh Gott, er hat's geschafft. Ich glaube, du musst noch an deinem Humor arbeiten. Du hast heute Nacht nicht einmal gelächelt. Du weißt doch, ein Lächeln am Abend ist besonders erlabt. Kommt hier noch einmal her. Hm, ach, Gegner haben wir umgeworfen. Ja, den anderen Typen kann ich irgendwie nicht befreien, so wie es aussieht, ne? Ach, guck mal, hier hinten ist so ein Fenster. Oder? Nee. Ja, doch, hier ist schon ein Fenster, aber nicht so eins, weil ich dachte, was es ist, wo man es raustreiben kann. Kann ich die Boys hier irgendwie überraschen? Nee. Nicht wirklich. Okay, die stehen ja auch einfach mal dumm rum. So. Ich hatte gerade einen Prompt für hochgehen. Wo? Komm ich da nicht her? Ach, dieser Joker. Kann ich hier hochrennen? Nee. Was soll ich da jetzt reinfliegen? Ach, hier, nee, warte mal. Ich könnte vielleicht auch einfach hier hingehen. Ich meine, über diesen Zaun da zu klettern ist natürlich vollkommen unmöglich. Und schon steil für eine Achterbahn. Er kommt uns holen! Was schon? Ich sehe keinen, dass ich gerade ausgewichen bin, ne? Hol mal jemand die Schaufel. Mutter hat immer gesagt, ich wäre ein Kauerleichter geworden, wenn sie nur wüsste. Das wird auch. Das wird echt eine Sauerei. Ist doch geil, dass das Spiel mich gerade gepromptet hat, da reinzuspringen. Und ich dann... Ich häng dich auf wie eine Salami. Dann schneid ich dich Stück für Stück auf.
Ja, diese Spezialmoves kannst du einfach komplett knicken. Also vor allem dieser Fetti, der hier rumrennt, ist halt mega nervig. So, okay, jetzt können wir, glaube ich, jetzt einfach... Die Schockhandschuhe trivialisieren die Kämpfe schon ein bisschen, außer dass hier gerade irgendwie nichts klappt, wie ich das gerne... Hallo, ich drück da Y, was ist denn los hier? Eigentlich müsstest du jetzt fertig sein, was? Hast dich rücksichtslos durch meine Weihnachtsattraktion geschlagen und kannst jetzt nicht mal die Tür finden? Das Traurige ist, es gibt keine Tür. Niemand kommt hier raus. Klar, das verringert die Besucherzahlen. Aber das tun die Attraktionen ja auch schon. Ha! Willst du die schreckliche Wahrheit hören? Ich bin erst seit ein paar Tagen in Gotham. Und schon jetzt habe ich mehr erreicht, als du in den... Wie viel? 2 Jahren, die du die ganze Kostümshow abziehst. Roman Sionis, weg. Oh, Mann, der war korrupt bis ins Mark. Bin ihn losgeworden. Der Anstaltsleiter von Blackett? Bin mir sicher, der kommt hinter Gitter, nach dem, was ich ihn heute hab machen lassen. Weißt du, es ist fantastisch, was man alles erledigen kann, wenn man sich keine Sorgen um richtig und falsch macht. Wenn man die Dinge einfach aus Spaß macht. Das ist dein Problem, Batman. Und das schadet deiner Effizienz. Du bist viel zu ernst. Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Der Joker ist halt wirklich der Gegenentwurf zu Batman. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob der... Weil dadurch, dass er halt immer... Also Joker wird ja schon ziemlich abgehypt, ne? In so diversen... Springteufel aktivieren? Will er wirklich? In so diversen Medien, also die ich so... Ach du Scheiße. Die ich so wahrnehme mit Batman. Und... Naja, also das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass die anderen... Dass die anderen großen Batman-Bosse halt irgendwie nicht so richtig die Gelegenheit haben, zu glänzen. Okay, warum habe ich jetzt den Springteufel aktiviert? Kann ich ihn gesteuert? Spiel, wo will ich eigentlich hin? Achso, ich würde hier oben erstmal mein lineares Bewegungsgerät benutzen. Achso, ich habe. Ach so, der springt auf die Nase, ist meine Lösung. Du hast es bis ans Ende meiner kleinen Geisterbahn geschafft. Leider solltest du mittlerweile tot sein. Entschuldige mich bitte, ich muss den Archiv. Komm her, du mieser Boss! Bitte nicht! Ah! Er ist nicht selber der Architekt. Diese herumliegenden Leichen, die irgendwie die Fernseher ins Gesicht bekommen haben, sind schon ein bisschen creepy, ne? Und ja, ich zieh mich irre, wenn man drüber nachdenkt, ne? Ein Hotelangestellter. Warum tut ihr das? Ich könnte dich einfach hier töten. Aber der Boss spielt gerne dieses Ratespiel mit den Blutspritzern auf dem Boden. Komm schon, beweg dich! Aha. Das ist Kunstbirnen. Hallo Richard, ich habe keine Ahnung von Kunst. Der Puste sagt nicht mal, dass er streamt. Ach, verdammt, du hast recht. Wer sind Sie? Das sollte ich echt helfen. Es gibt noch mehr von Ihnen. Sie haben meine Kollegen. Sie zwingen sie. Keine Sorge, ich finde sie, bevor etwas passiert. Okay, beeilen Sie sich! Bitte, helfen Sie meinen... Jo, nee. Elevators, West Tower, Ballroom. Achso, ich bin jetzt ja einmal komplett quer rüber, ne? Meisterschütz, weil ich den einen Typen von hinten weggehauen habe? Das war auf jeden Fall eine Großstadt. Naja, gut, okay. Die Overview-Bar gucken wir uns beim nächsten Mal an, wenn es dann wieder heißt... Batman Arkham Origins. Ciao.